Ohne Licht keine Farben. Ohne Farben kein Licht. Beides sehr wichtige Faktoren, nicht nur in meinem Leben, sondern auch in unserem immer farbloser werdenden Alltag. Betrachten wir zum Beispiel die heilige Kuh vieler Österreicher, das Auto. Heute sind fast 60% schwarz oder silbergrau, 15% weiß, aber nur 25% farbig. In den 70er Jahren hingegen waren nur 0,9% schwarz, 46% waren grau und weiß und fast 53% waren farbig. Ein ähnliches Phänomen gibt es auch im Wohnhausbau. Schwarze Häuser werden immer mehr, farblose Kästen. Betrachten Sie bewusst die schwarzen und anschließend die bunten Häuser, die es Gott sei Dank noch immer und auch wieder gibt. Farben beeinflussen unsere Gefühle, unser Denken und unser Leben. Die Natur zeigt es vor. Obst, Gemüse, Blumen, alles in der Natur ist bunt. Vieles ändert sogar auch im Laufe des Jahres die Farben. Der Mensch hat schon sehr früh Farben in sein Leben geholt. Aber es gab jedoch auch Zeiten, wo Farben nur der höheren Schicht und privilegierten Menschen vorbehalten war. Künstler arbeiten seit Jahrhunderten mit Farben. Wie ein Michelangelo, der vor über 500 Jahren mit Farben komponierte und der auch die farbenprächtigen Uniformen der Schweizer Garde entworfen hat. Der erste Kalender der Römer hatte 10 Monate. Julius Caesar hat ihn dann 46 vor Christus umgeändert auf 365 Tage und 12 Monate. Dieser Kalender war nicht genau. Papst Gregor hat dann reformiert, einfach 2 Wochen gestrichen und so haben wir heute den Kalender aus dem Jahre 1582 noch immer. Die Türken übernahmen ihn 1926 und China erst 1949. Und die Orthodoxen sind am alten Kalender hängen geblieben, darum sind sie auch um 2 Wochen zurück. Der Monat Januar ist nach dem römischen Gott Janus benannt. Im römischen Kalender war der Januar der 11. Monat im Kalenderjahr. Im Jahre 153 vor Christus wurde der Jahresbeginn vom 1. März auf den 1. Januar umgestellt, um passenderweise den doppelseitigen Gott des Anfangs und des Endes, den Janus, gewidmet. Unterschiedliche Sagen schildern ihn als Kind von Saturn und Entoria. Alte deutsche Namen für den Januar sind Hartung,
Eismonat, Schneemonat und Wintermonat. Der zweite Monat im Jahr, der Februar, ist nach der Göttin des Liebesfiebers Juno Februata benannt. Entsprechend lustvoll waren die Feste der Lupercalia, auf Deutsch das Fest der Wölfin, und diese wurden auch gefeiert. Die Legende besagt, dass die heilige Wölfin Lupa die Nährmutter der Zwillinge Romulus und Remus gewesen sein, die als Gründer Roms gelten. Früher nannte man den Monat Februar auch Hornung, da sich in dieser Zeit das Vieh hörnt, aber auch Schmelzmonat oder Taumonat waren gebräuchlich. Der Monat März, römisch Martius, ist nach Roms Kriegsgott Mars benannt. Sein ihm geweihter Tag ist der Dienstag. Unter griechischem Einfluss entstand eine mythologische Erzählung über die Gottheit Mars. Dennoch sei er Sohn des Junos gewesen, die ihn mittels einer wunderbaren Blume empfangen habe, eine Orchidee. Als die Blume verblühte, war Juno mit Mars schwanger. Er war früher der etruskische Fruchtbarkeitsgott. Alte deutsche Namen für den März sind Lenzing, Lenzmond oder Märzen. Der Monat April, römisch Aprilis, ist der Göttin der Liebe, der Schönheit und der sinnlichen Begierde gewidmet, Aphrodite. Seit Jahrhunderten gibt es in Europa den Brauch, jemanden am ersten Tag des Monats in den April zu schicken. Der Ursprung dieses Brauches ist in den Hilaren, den Tag des Lachens, begründet, die Ende März begangen. An diesen Tagen galt es, sich alle Mühe zu geben, die humorigen und komischen Seite des Lebens zu sehen. Andere Namen waren Wandelmonat oder Launing. Der Monat Mai, römisch Maius, leitet sich von Maia oder Maia, der jungfräulichen Frühlingsgöttin, ab, die mit Magie in Verbindung gebracht wird. So hieß sie in Nordeuropa früher Jungfrau Mai oder Mai. Sie symbolisiert auch die Weisheit und den Zyklus des Lebens. Vielerorts wird am 1. Mai ein Maibaum aufgestellt, der die Verbindung zwischen Erde und Firmament symbolisiert. Alte deutsche Namen für den Mai sind auch Wonnemonat, Blumenmonat oder Weidemonat. Der Juni ist nach der Göttin Juno benannt, die Gattin des Jupiters. Sie geht auf die sabinisch-etruskische Muttergöttin Uni zurück, deren Namen wiederum verwandt ist mit Ioni und Universum. Juno galt auch als Göttin der Ehre und der Beschützerin Roms.
Alte deutsche Namen für den Juni sind Brachet oder Brachmond, da in der mittelalterlichen Dreifelderwirtschaft in diesem Monat die Brache begann. Der Monat Juli, römisch Julius, der siebte Monat im Jahr, ist nach Julius Caesar benannt, seinen Geburtsmonat. Das Jahr im römischen Kalender begann ursprünglich mit März. Der Juli war somit anfänglich der fünfte Monat und hieß zunächst Quintilis, der fünfte. Im Jahre 153 vor Christus wurde der Jahresbeginn um 2 Monate vorverlegt. Alte deutsche Namen für den Juli sind Heuet, Heuert oder Heumonat, da in diesen Monaten das erste Heu eingebracht wurde. Der achte Monat, der August, ist nach dem Kaiser Augustus benannt. Der Sextil, so sein ursprünglicher Name, hatte eigentlich nur 29 Tage. Um ihn aber die gleiche Länge wie dem nach Julius genannten Monat Juli zu geben, kürzte man den Februar auf 29 Tagen. So wurde keiner der beiden Staatsmänner benachteiligt, weil nun beide Monate 31 Tage hatten. Im Deutschen wurde der August auch Erntemonat, Ehrenmonat oder Sichelmonat genannt. Die Namensbezeichnung des Septembers stammt aus dem Lateinischen von septem, das 7 bedeutet. Der September war ursprünglich der 7. Monat im Jahr. Da Kaiser Augustus im September Geburtstag hatte, galt in der römischen Provinz Kleinasien der September als erster Monat im Jahr. Diese lokale Tradition hielt bis ins 16. Jahrhundert an. Alte deutsche Namen für den September sind Scheiding oder auch Unkrautmonat. Der Monat Oktober, römisch Oktober, war bei den Römern vor der Kalenderreformation der 8. Monat im Kalenderjahr. Daher benannten sie ihn auch Mensis Oktober. Okto ist gleich 8. Alte deutsche Namen für den Oktober sind Weinmonat, Gilpat und Dachsmund. Diese Namensgebungen sind auf den Beginn der Weinlese und auf die Verfärbung des Laubes in dieser Jahreszeit zurückzuführen. Übrigens, eine alte Bauernregel besagt, wenn es im Oktober friert und schneit, bringt ein Jänner milde Zeit. November
November auf Römisch. Die Römer benannten ihren ursprünglich neunten Monat nach Novem, das neun bedeutet. Der November gilt in der katholischen Kirche als der Monat der Besinnung. Daher sind viele Feiertage auch im November, wie zum Beispiel am 1. November aller Heiligen, am 2. November aller Seelen sowie am 11. November der Festtag zu Ehren des heiligen Martins. Alte Namen von November sind Windmonat, Wintermonat und auch Nebelung. Die Herleitung der Namen lässt sich im November oft durch einen kurzen Blick nach draußen leicht erklären. Der Dezember war der 10. Monat im römischen Kalender und wurde nach Dezem, das 10 bedeutet, benannt. Gemäß der altgermanischen Feier der Wintersonnenwende, dem Julfest, wurde der Dezember auch Julmond genannt. Vom 21. auf den 22. Dezember ist immer die längste Nacht auf der Nordhalbkugel, danach werden die Tage wieder länger. Alte deutsche Namen für den Dezember sind Christmonat oder auch Heilmonat, da im Dezember das Weihnachtsfest stattfindet. Musik.